Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem brandneuen Video und zwar ein Solo Money Glitch und einen Gift Card to Friends Glitch, Leute. Danke nochmal an Luchi an der Stelle, ihr habt mir hier beim Aufnehmen geholfen. So, jetzt Leute, ihr braucht eine Base, also hier den großen Bunker und ihr solltet in einem Motorradclub sein, so dass ihr aus einer anderen Garage das Kompressor-Bike bestellen könnt. So. Und eure Base muss voll sein mit irgendwelchen Autos wie LRG und so. So, ihr fahrt in den Kreis, bekommt hier die Base ist Vollmeldung. Dann drückt ihr zweimal die PSN-Taste, dann ist die weg. So, hier hinten euren Heli habt ihr schon direkt rangefahren, dass der blaue Kreis hier ist. So, jetzt kommt oben links die Meldung und gleich wird die Base-Meldung kommen. Jetzt drückt ihr Steuerkreuz nach rechts, Leute. Drückt wieder zweimal die PSN-Taste, öffnet euer Interaktionsmenü und geht auf spontan Job. Spammt Steuerkreuz nach rechts und drückt einmal X. Jetzt schließt ihr das Interaktionsmenü und ihr kommt hier rein. Jetzt werdet ihr gleich den Mechaniker sprechen hören. So, das habt ihr jetzt leider nicht gehört, aber ihr müsst ihn sprechen hören. Und dann mit X die Meldung bestätigen. Dann spawnt ihr in eurem Heli sozusagen. Und jetzt, Leute, bestellt ihr euch das Auto, was ihr verdoppeln wollt. Ganz einfach und es geht solo. Auch wenn mein hier Kollege Lurki nebenan steht. Der hilft mir in dem Sinne gar nichts. Den brauche ich gleich bloß für den Gift Card to Friends Switch. So, irgendwie Frosch im Hals oder so? Nee. Jetzt, wie gesagt, sucht euch das Auto, am besten irgendein Auto, was nicht über 100.000 kostet, also beim Kauf, also zum Beispiel nehmt LRG Retro und voll aufgetuned oder halb aufgetuned bringt richtig viel Geld. Und Leute, es muss ein personalisiertes Nummernschild auf dem Auto drauf sein, was ihr duplizieren wollt, sonst könnt ihr es im Nachhinein nicht verkaufen, Leute. So. Jetzt haben wir hier das Auto, jetzt brauchen wir für den Solo Money Glitch den nächsten Schritt. So, wir fahren hier auf diese Location unten hin. So, irgendwo hin, wo ihr nicht ein- und aussteigen könnt. So, ja, Fahrkünste, genial. So, jetzt fahren wir hier rein. Es kann jede Location sein, Leute, jede. Hauptsache, eure Türen sind blockiert. So, dass ihr aus dem Auto rein oder raus teleportiert werdet. So. Es müsste jetzt hier ungefähr so sein. Genau hier. Okay. Jetzt werdet ihr raus und rein teleportiert. Kann ich euch nochmal zeigen. Raus, rein. So. Um den Glitch wirksam zu machen, geht ihr in euren Motorradclub und drückt gleichzeitig X und Dreieck. X und Dreieck für Einsteigen gleichzeitig drücken. Jetzt habt ihr den Glitch eigentlich schon geschafft. Zu 90%, Leute. Ihr fahrt jetzt wieder zu eurer Base, Anführungsstriche Bunker nach oben. Und fahrt einfach in den gelben Kreis und ihr werdet sehen, Garage ist voll. Ihr ersetzt irgendein Auto, was ihr nicht mehr braucht. Bei mir in dem Fall sind es lauter LRGs, die wohl sowieso nichts kosten. So, und euer Auto ist dupliziert. Ist dieser Glitch nicht nice, Leute? Ich finde ihn mega einfach. Bei den ersten zweimal, muss ich sagen, habe ich verkackt da beim Heli. Aber es ist einfach mega einfach. Und hier könnt ihr gleich sehen, ich spawne drin zu Fuß, ersetze dann mein Auto mit einem LRG und das Auto ist dupliziert. Bam, Leute. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Und dann werde ich euch gleich den Gift Card to Friends Glitch zeigen. Der funktioniert so ähnlich und ist aber auch, ich finde, sogar noch leichter. Also wirklich noch leichter. Ihr braucht dann wieder euer Kompressorbike, was ihr euch halt wieder durch euren MC bestellt, also euren Motorradclub. So. Eingespeichert und wusch. Ich würde mal sagen, wir kommen instant zum Gift Card to Friends Glitch. So, ihr holt euch wieder euer Bike. So. Also, ganz der erste Schritt bleibt sogar gleich. Ihr nehmt wieder euer Motorrad. Bei mir steht es jetzt wieder am Arsch der Welt. Das ist natürlich ganz logisch, dass das bei der Aufnahme passiert. Vorher war es oben gespawnt. Ja,
beim Aufnehmen funktioniert es halt meistens nicht so, wie man will. Gut, jetzt habt ihr euer Motorrad wieder und ihr fahrt wieder in den gelben Punkt. Die Base-Meldung ist vollkommen. So, zweimal PSN-Taste wieder, wie vorhin. So, dann fahrt ihr wieder zu eurem Heli und wartet, bis links oben im Eck die Meldung kommt. So, die ist sehr wichtig. So, ein bisschen nach vorne, so die Meldung und Base ist Vollmeldung. Steuerkreuz nach rechts, zweimal PSN-Taste. So, jetzt seid ihr wieder im Spiel, wieder Interaktionsmenü öffnen, auf spontanes Rennen, Steuerkreuz nach rechts, spammen und X drücken. Interaktionsmenü schließen und warten, bis der Mechaniker labert. So, nachdem der Mechaniker, wie ihr gerade gehört habt, gelabert hat, habe ich 5 Sekunden gewartet und dann die Meldung mit X bestätigt. So, jetzt gehe ich nach draußen und jetzt verändert sich der Glitch. So Leute, jetzt macht ihr einmal Selbstmord. Euer Kumpel richtet schon euer Auto her, was ihr duplizieren wollt. Und so, jetzt laufe ich hier zu Lurchi und hole mir sein Auto. Und jetzt kommt der ultra schwierigste Teil, Leute. Jetzt fahrt ihr einfach in die Garage. Ihr müsst nichts tun. Ihr fahrt einfach auf den gelben Punkt. Auto ersetzen, LRG. Fertig, Leute. Und kann ich euch nochmal zeigen, dass Lurchi sein Auto natürlich nicht verloren hat. Wir fahren jetzt erstmal rein, dass ihr überhaupt seht, dass das Ganze geht. Das Auto gehört Lurchi, nicht mir. So, Base ist voll. Einfach mit X bestätigen und reinfahren und einen scheiß LRG ersetzen. Ihr könntet natürlich auch random Autos reinstellen, aber das würde viel zu lange dauern. LEDs reinkaufen für 0 Dollar ist viel einfacher, Leute. So. Fahren wir rein. Scheiß Animation. Dauert jetzt wieder 300 Stunden lang. So. Jetzt seid ihr wieder sozusagen zu Fuß da drin. Ersetzt das Auto. Und bam, ihr habt das Auto von euren Kollegen in eurer Garage. Was sagt ihr zu diesem Glitch? Give car to friends. Und Solo-Glitch sozusagen in einer Methode, also natürlich Solo-Glitch alleine, klar, komplett Solo und Give Car to Friends-Glitch mit einem Kumpel natürlich. Das Einzige, was euer Kumpel machen muss, ist sein Auto freischalten, ihr fahrt damit rein und ist abgesaved, Leute. Jetzt zeige ich euch natürlich noch, dass Luchi seine Karre draußen noch rumstehen hat und ja, dann schauen wir mal nach draußen. Ich habe dann gleich an euch noch eine Frage. Ich hatte ein altes Intro, das wo ihr alle bestimmt kennt, und mein aktuelles neues Intro. Und ich würde euch bitten, so eine kleine Abstimmung zu machen in den Kommentaren. Das wäre nice von euch, welches Intro euch denn am besten gefällt. Also ich lasse erst mein altes Intro ablaufen und gleich im Anschluss kommt mein neues Intro. Und ich würde euch halt bitten, in die Kommentare zu schreiben, was für ein Intro ihr besser findet. Mein altes oder mein neues. Schreibt einfach, macht ein X für das alte Intro und ein I, Hashtag I für das alte, für das neue Intro und Hashtag X für das alte, so mit den Pfeilen, die ich hier eingeblendet habe. Die Intros kommen jetzt gleich im Anschluss. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da oder ein Like. Haut rein, euer Matrix. Ciao, Leute.
noch zu finden, was weit ist.